Ja, guck mal, was hier ist. Ein Hausbewohner. Da ist sie, die Henne, die sich jetzt gerade ein bisschen totstellt. Aber die lebt tatsächlich noch. Guckt euch das mal an. Die wohnt hier tatsächlich, hat sich eine Speisekarte gesucht und hat drauf gesagt, drauf geschissen. Und das jeden Abend pünktlich um 19 Uhr. Und dann geht's ins Bett. Einmal noch auf die Toilette, Schnabel putzen und dann ins Bett. Und herzlich willkommen irgendwo im Nirgendwo, irgendwo auf Mallorca. Ja, wir sind an einer alten Diskothek oder Gaststätte oder das, was davon über war. Der Eingang wurde zugemauert. Hier scheint noch die Sonne. Die hat aber 2010 wohl aufgehört zu scheinen, denn seitdem steht dieses Objekt leer, inzwischen verlassen. Gucken wir mal, ob wir noch einen Eingang finden. Folgt mir einfach. Wie gesagt, auch hier. Also nach 10 Jahren gibt die Decke dann schon mal nach. Die Dachpfannen sind hier schon runtergekommen. Das Ganze ist eine Diskothek gewesen mit Außenbar. Also man konnte auch draußen ganz chillig sein Bier genießen oder vom kalten Buffet was essen. Hier stehen sogar noch vom Buffet die Teller hier. Guckt euch das mal an hier. Die stehen noch so, als wären sie vor 10 Jahren hier abgestellt worden oder einfach vergessen worden. Und was wir wissen, dass wohl Weihnachten 2009 auf 2010, also Weihnachten 2009, hier die letzte große Party war und dann hat der Laden zugemacht. Und war wohl mal früher ein richtig guter Hotspot, aber jetzt ist hier, seht ihr, alles zugewachsen. Und wir haben einen Eingang gefunden, der noch nicht zugemauert ist. Das ist hier und damit sind wir dann auch wieder mittendrin. Und schaut mal, es ist wirklich alles wie verlassen. Die Weingläser, die stehen hier verstaubt. Hier oben liegt sogar noch abgelegt die Fernbedienung von der Klimaanlage. Nicht, dass man, wenn man reinkommt, gleich die Klimaanlage anmachen kann. So alles noch so selbstverständlich. Und hier, das ist übrigens was. Ich weiß nicht, wer von euch früher zur Disco gegangen ist. Das ist so ein paar 56er Strahler. 100 Watt haben die Dinger gehabt, da wurde noch richtig Strom gebraucht, um die zu betreiben. Und die sind auch immer ewig kaputt gegangen. Und solche Strahler waren hier in der Diskothek wohl verbaut. Liegt ja auch noch ein. Wahrscheinlich wollte man noch zum Elektriker eine neue besorgen oder hat gesagt, komm, ich stelle das da jetzt ab. Hier sind wir dann jetzt im Empfangsbereich und da findet sich noch einiges. Ja, was steht da? Rigo de Almagro. Aha. Ja gut, schauen wir mal. Hier in Deutsch sogar die Speisekarte. Tomatencremesuppe für 2,80 Euro. Die Rinderbrühe mit Ei für 2,50 Euro. Gekochter Schinken auf Brot 3,20 Euro. Ein Gurkensalat, Salatspezial à la Gala nach Art des Hauses. IVA incluido, also inklusive Steuern das Ganze. Das heißt, kleine Preise oder würde ich sagen, nicht? Und Schweinerücken mit Pilzrahmsoße für 6,50 Euro. Das kostet heute weit über das Doppelte oder das Dreifache inzwischen. Und eine Frikadelle mit Beilage nach Wahl für 4,90 Euro. Das Ganze in mehreren Sprachen. Verschiedene Weine, ein Merlot, ja, und so verschiedene Dinge. Dann ist hier was, ich weiß gar nicht, was das ist. Ich weiß nicht, vielleicht wisst ihr das ja. Gehört wohl irgendwo an den Tisch. Ist das vielleicht ein Strohhalmspender? Kann das sein, dass das ein Strohhalmspender ist? Ihr könnt das ja mal in die Kommentare rein posten. Also hier ist irgendwie was, wo man was rausziehen kann. Ich denke mal, es könnte ein Strohhalmspender sein. Aber wo steht denn der drauf? Von Coca-Cola hier. Und dann, oh, Fotos, wie das hier früher mal ausgesehen hat. Oh, guckt ihr das mal an. Da wurde hier richtig Flamenco getanzt. Ich weiß nicht, seht ihr das auf dem Foto? Können wir sehen, ne? Und hier ist noch ein Betriebsfoto, ne? von denen, die hier mal aufgetreten sind. Guckt euch das mal an. Hier. Die haben mir früher mal richtig Musik gemacht. Ja, fast in Vergessenheit geraten. Scratch-Cover, was das immer sein mag. Und ja, wir sind im vorderen Bereich. Hier ist auch gleichzeitig die Küche gewesen.
Wenn wir hier reinschauen, da ist jetzt ein Loch in der Wand. Konnte wohl jemand die Küche gebrauchen oder die wurde verkauft. Ist jetzt nicht mehr so viel los mit Küche. Da hinten ist Kühlhaus. Und hier, guckt euch das mal an. Nicht nur zu Zeiten Corona braucht man Desinfektionsspender, sondern die gab es in den Küchen schon 2010. Also das ist jetzt keine neue Erfindung durch Corona. Man hat sich eigentlich früher schon immer die Hände desinfiziert. Das hängt hier ein bisschen verstaubt, aber naja, sei es drum. Sicherungsautomat schon ein bisschen geplündert. Und wir haben noch ein Gewürzregal hier. Was haben wir denn hier Feines? Also Productos Juanito, das ist schwarzer Pfeffer, steht ja auch drauf. Pimenta Negro Grano. Estragon, ich glaube, der hat die beste Zeit gesehen. Bis 2005 hatte haltbar, also der war dann da auch schon abgelaufen. Wer weiß, ob die Küche nicht schon vorher zu war, aber dass man es nur noch zum Schluss als Diskothek benutzt hat und gesagt hat, komm, wir machen dann noch ein Pimienta Negra, schwarzer Pfeffer. Und dann Salvia, was auch immer Salvia ist, das weiß ich jetzt nicht. Rosmarin, also die haben hier wohl richtig gekocht irgendwann mal, aber wie gesagt, 2005 abgelaufen. Das heißt, das kann schon sein, dass da schon länger nicht mehr gekocht wurde. Und guckt mal da, jetzt seid mal ganz still und guckt mal ganz, hier ist ein Bewohner. Ich habe gerade einen Bewohner entdeckt. Ja, guckt mal, was hier ist. Ein Hausbewohner. Da ist sie, die Henne, die sich jetzt gerade ein bisschen totstellt. Aber die lebt tatsächlich noch. Guckt euch das mal an. Die wohnt hier tatsächlich, hat sich eine Speisekarte gesucht und hat drauf gesagt, drauf geschissen. Und das jeden Abend pünktlich um 19 Uhr. Und dann geht es ins Bett, einmal noch auf die Toilette, Schnabel putzen und dann ins Bett. Die Henne aus der Diskothek hier. Guckt euch das mal an. Ne? Bock, 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 bock. Die stellt sich auf stumm und ist, glaube ich, bestimmt ein bisschen irritiert. Ja, wollen wir das Huhn mal schlafen lassen? Könnt ihr mal sehen, nicht? Also so sieht das dann aus. Das Huhn sagt, die Tür ist auf, gehe ich rein. So wie wir Urbexer auch, ist eine Tür auf, gehen wir natürlich rein. So, hier haben wir einen Barbereich. Vielleicht gehst du mit der Kamera einfach mal eben rum von der anderen Seite. Und wir gucken mal, was wir hier dann noch so haben. Das Ganze schön verspiegelt und ja, stehen auch noch ein paar Gläser rum. Hier die guten Kölschstangen. Hier, ne? Gut, man müsste sie mal wieder durchpolieren, aber das ist ja normal. Das steht ja jetzt schon ein paar Jahre hier. Und ja, da noch so, was war da denn mal drin? Das ist doch ein Öl und Salz. Das ist irgendwie so eine Salzlösung drin oder das hat mal jemand zusammengekippt? Und Baileys, Kaffeecrema. Schöne Dose, ne? Ja. Ja, wie gesagt, das Ganze leer. Wir sind jetzt hier in dem Vorraum. Also, und hier wurde man dann schon empfangen mit Musik. Da gab es dann schon die erste Musik, die man hören konnte. Da vorne ist so eine Chill-Out-Area. Ne? Das ist der Eingang, wo wir nicht reingekommen sind von der Rückseite. Das hat man schön zugemauert. Ja, und hier vorne ist ja noch mal so ein Ofen. Ja, also im Winter dann mit Kamin. Warum nicht? So, ja, wie gesagt, das meiste ist hier raus. Und hier, guckt euch die Decke mal an, wenn wir nach oben in das Gewölbe gucken. Das sieht alles schon so ein bisschen wie so eine künstliche Höhle aus. Aber die Akustik ist nicht schlecht. Also wenn wir uns hier unterhalten, wir haben hier kaum Echo, das klingt vernünftig. Also schon eine geile Sache, so eine Höhle. Und dann gehen wir in den nächsten großen Raum. So. Ja, jetzt sind wir eigentlich in der richtigen Diskothek. Das war damals alles in Gold gehalten. Hier kann man das noch schön sehen. Hier Gold bemalt. Mit dem goldenen Vorhang und dann hier in Silber und mit viel Spiegel und. Also war mal richtig schick gemacht und richtig groß mit Tanzfläche. Ne? Und da hier sind dann viele Salsa-Partys gewesen. Da oben war der Disc-Jockey, da steht auch groß dran, La Gala, also die Gala.
Also wenn jemand hier Gala-Veranstaltungen machen will, das sollte so ein bisschen edler rüberkommen. Hier hat man dann sein Flamenco getanzt oder whatever. Hier auf dem Boden ist auch nochmal so ein Salsa-Plakat. So, it's hot. Nicht? Da ist Mutti denn ganz feste am Tanzen. Und gab vielleicht auch Zeiten, wo Mutti dann auch noch an der Stange getanzt hat. Nicht? Also irgendjemand sagte das mal, ich sollte mal an der Stange tanzen irgendwo an der Diskothek. Also diesmal ein bisschen für, da darf man auch ein bisschen kräftiger sein, wenn man an dieser Stange tanzen will. Na ja, gut, es ist die Mittelsäule, das Ganze ist wie so ein Zirkuszelt aufgebaut, nach oben hin, das ist der Mittelpunkt. Dann ist da eine Traverse, wo die Scheinwerfer dran waren. Und da war dann auch nochmal Sitzmöglichkeit, viel mit Spiegel. Und da oben war der Diskjockey. Ist da umdrehen. Da ist aber, glaube ich, nicht mehr so viel von da. Dann nochmal eben gucken. Ein paar Handschuhe haben sie noch da gelassen. Ja, ich guck mal, wie die aussehen. Oh, lecker. Könnte von Tiger Lily sein. Tiger Lily hat ihr Handschuh geschmissen. Oder er hat sich einfach nur so aufgelöst. Und hier noch ein schöner Verteiler hier für XLR-Anschlüsse. Das sind Lautsprecher und das für Mikrofone. Oder umgekehrt. Also, ja, da haben die Bands wahrscheinlich dann ihre Stagebox bekommen, weil das ist eine Stagebox. Hier für die Monitore und Lautsprecher und so. Und dann konnten die sich dort einstöpseln. Guck mal an, diese Bemalung hier, wie schick. Da hat sich einer mal richtig Arbeit gemacht. Aber es fällt langsam zusammen. Und können da drüben nochmal ins Freie gucken. Da ist ein Loch drin in der Wand. Da geht es ja nochmal nach draußen. Ja, wie überall hier. Und das könnt ihr sehen in den Decken. Das haben wir jetzt ja schon ein paar Mal gesehen auf diesen Lost Places. Das ist hier, das ist da oben. Das sind Palmwedel. Und die hat man mit Gips festgemacht und dann hat man die mit Gipspflastern unter die Decke gebracht. Das Problem ist natürlich, wenn das regnet oder es nass wird, dann fällt die ganze Scheiße runter. Das ist natürlich im laufenden Betrieb nicht so schick. Oh, hier noch eine zweite Stagebox. Guckt, da liegt noch eine. Ja, hat mal jemand richtig Arbeit mit gehabt, das fertig zu machen. So. Ja, und hier sind wir dann nochmal draußen und guckt mal, da hinten hängt eine Dartscheibe. Und da gehen wir jetzt mal hin. Machen wir Pause. So, wir sind jetzt nochmal eben im Personalpatio. Das heißt, wenn so Disco war und man ein bisschen Ruhe braucht oder die Stars brauchten Zeit zum Chillen, dann sind die hier in den Patio gegangen und haben Dart gespielt. Also die richtigen Darter unter euch erkennen sofort, dass das Bockwurst-Dart ist. Und zwar deswegen, weil das einfach mit Plastikdarts gespielt wird. Also jeder Profi-Darter sagt da Bockwurst dazu und passt vielleicht. Erst die Bockwurst und dann eine Runde Bockwurst-Dart. Ja, wir kommen eigentlich jetzt auch zum Ende. Eine Sache haben wir noch entdeckt hier im Patio. Das Ding wird wohl schon ein bisschen älter sein. Hier gibt es dann auch noch so einen Steinbackofen, den man zum Pizzabacken, Brotbacken benutzt hat. Das Ding ist bestimmt alt und wenn man da oben noch mal hingucken, weil das noch mal eben schön anleuchten können. Das ist tatsächlich so ein Wasserturm. Und da war mal so eine Windmühle früher drauf. Und da, also das heißt, hier unter ist ein großer Brunnen. Von dem Brunnen wurde das hochgefördert, das Wasser. Und dann hier nebenan, das können wir noch sehen, da ist so eine kleine Zisterne, die hat man dann damit befüllt. Also hier der Brunnen. Und die sind teilweise 80, 120 Meter tief. Und das Wasser, was hier hochgefördert wurde, das kam dann hier rein und guckt hier mal mit der Kamera, ich weiß nicht, ob wir das so zeigen können, da ist noch ein bisschen Schrott und Wasser drin. Also es ist so eine richtig alte mallorquinische Zisterne und dieser kleine schwarze Schlauch, das ist der zur Befüllung, ist das dann nachberegnet. Also wo das Windrad noch in Ordnung war, wieder ein Stück Mallorca-Geschichte. Wir haben ja viele von diesen Windmühlen gehabt, aber die sind alle gestutzt. Da sind leider keine Flügel mehr da, obwohl es ein Förderprogramm jetzt gibt, um die zu erhalten oder so herzurichten, dass es zumindest wieder aussieht wie so eine Wasserwindmühle. Also nächstes Mal, wenn ihr Mallorca anfliegt, wisst ihr Bescheid. Das sind
Brunnen drunter und diese Windräder waren dazu da, um Wasser zu fördern. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wer den Kanal noch nicht abonniert hat, schnell auf die Abo-Glocke und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.